Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Lenis vs. Diamonds. Ich habe euch ja schon sozusagen angeteasert, dass ich noch auf eine spezielle Bestellung warte von Tini Schnickschnack und die ist jetzt vollzählig da. Und da muss ich euch eine kleine Geschichte zu erzählen. Es war der reinste Krimi. Wir wollten Karfreitag nach Holland und da habe ich dann ja kein Internet. Und als ich dann wieder Internet hatte, habe ich gesehen, dass der Vorverkauf, der um 12 Uhr gestartet ist, da schon komplett ausverkauft war von den Pummel-Einhorn-Bildern. Und ich wollte unbedingt eins der Bilder haben, nämlich das mit der Schrift. Und da war der Tag echt für mich gelaufen. Denn wir waren irgendwie 5 vor 12 oder 10 vor 12 in Holland angekommen und ich hatte gehofft, dass mein Mann ein bisschen länger beim Autofahren braucht, aber das war nicht so und dann war das Bild halt vergriffen. Und dann, ich glaube, mittwochs habe ich dann zufällig gesehen, dass irgendwie ganz wenige Exemplare aus dem Vorverkauf wieder in den Verkauf gerutscht sind. Und das war wirklich der reinste Krimi und ich wollte es dann erst glauben, dass ich es wirklich noch bekommen habe, wenn es hier ist und das ist jetzt so. Und deswegen freue ich mich sehr. Auf das zweite werde ich jetzt natürlich noch ein paar Monate warten müssen, aber es kommen ja auch noch andere Motive. Und meine Tochter möchte dann halt gerne eins in ihrem Zimmer hängen haben. Und da müssen wir jetzt noch ein bisschen warten. Aber nur das als kleine Vorgeschichte. Und ich habe mir jetzt aber beide Coverminder schon mal bestellt, weil es in letzter Zeit oft so war, wenn das Bild danach gekommen ist, dann gab es den Coverminder nicht mehr. Und deswegen habe ich sie mir jetzt beide direkt mitbestellt, damit mir das nicht passieren kann. Weil ganz doof bin ich ja nicht. Weil das ist nämlich das Bild, was ich jetzt nicht bekommen habe. Gleich an meine Magnetwand. Und dieses Bild habe ich dann doch noch bekommen und erst wollte ich die Bilder gar nicht haben. Jetzt habe ich aber gesehen, dass die sich wohl sehr toll painten lassen und mit dem Spruch, das fand ich ja schon witzig, ich bin emotional nah an der Keksdose gebaut. Und die beiden Coverminder habe ich jetzt schon mal sicher. Dann wollte ich nach langem Hin und Her überlegen, mir doch auch einmal diesen Korrekturschieber bestellen, damit ich den immer als einzelnen Stift habe und nicht immer so umstöpseln muss. Aber jetzt habe ich gesehen, der ist sehr locker, der Kopf auf dem Stift. Ich glaube, da muss ich nochmal nachfragen. Das ist doch ein bisschen sehr locker. Der geht mir dann, glaube ich, schnell auf die Nerven. Muss ich noch mal gucken, oder ob ich selbst irgendwie mit Wachs oder was präpariere, muss ich mal schauen. Ja, und dann hatte ich mir noch ein Teilbild mitbestellt. Eigentlich bin ich ja gar nicht so der Teilbild-Fan, aber in letzter Zeit, muss ich sagen, finde ich da doch wohl Gefallen dran, wenn man mal zwischendurch etwas schneller beenden will als in einem Monat oder so. Und dieses hier fand ich wirklich ganz witzig. Und zwar ist das so ein Schuh mit, oder Schuhe mit Blumen. Das gibt es auch noch in einer anderen Version. Und das habe ich mir jetzt mal mitbestellt. Die Größe ist 25x35, aber es ist ja nicht alles zu painten. Ne? Aber den fand ich eigentlich ganz schön. Und ich würde sagen, wir schauen uns da auch mal eben die Steine zu an. Toolkit, das ganz normale. Es scheint mit Strasssteinen zu sein. Und zwar 12 an der Zahl. Beziehungsweise die 7 scheinen normale schwarze Steine zu sein. Oh, die sind ja cool. Oh, das sind diese coolen Rosen. Seht ihr das? Die finde ich ja eh immer so toll. Also es sind 5 Spezialsteine und 7 und 6 Strasssteine und ein normaler Schwarzton.
Und das gefällt mir echt gut. Das wird auch bald zwischendurch gepaintet. Und jetzt bin ich wirklich sehr gespannt auf das Bild, denn ich habe es ja in Natura noch nicht gesehen. Und ja, also ich habe da wirklich, als ich das dann bekommen habe, also als die Bestellung bestätigt war, da bin ich echt ein Ast gefreut. Muss ich echt sagen. Weil man so enttäuscht war, dass das so schnell vergriffen war, weil sie hat da so viel Werbung für gemacht. Und dann sind die so schnell weg, das fand ich schon sehr enttäuschend, dass man dann nicht ein bisschen mehr bestellt hat. Ja, und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Ich weiß auch gar nicht mehr, was für Steine da zwischendrin sind, ob AB oder irgendwas anderes. Das werden wir jetzt sehen. Hier ist auch gleich die Aufschrift Mietspummel ein. Ich hoffe, ihr wart jetzt nicht weg. Mietspummel-Einhorn.de. Das Bild hat eine Größe von 40x60. Hier ist auch noch drauf Pummel and Friends. Echt cool. Ich das mal so nenne, dann könnt ihr es vielleicht auch ein bisschen, dann sieht es auch ganz. Das ist ja jetzt das Schöne an meinem neuen Stativ. So, dann ein Toolkit, das zeige ich euch jetzt einmal. Ich habe es natürlich mit eckigen Steinen bestellt, ist klar. Metallpinzette, Stift mit breiten Aufsetzern, Wachs und Schiffchen. Mit blauem Wachs übrigens. Ja, und dann schauen wir doch mal, was da für Steine bei sind. Es sind AB-Steine bei und jedes Mal dasselbe. Ist das Feridas? Ist das kein Feridas? Ich weiß es nicht. 33 Farben hat das Ganze nur. Da hatte ich mit mehr gerechnet. 1 bis 8, dann Buchstaben und ein paar Symbole. Also alles im Rahmen. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns auch noch mal eben die Steinchen an. Schwarz ist zweimal. Das sind ja die Konturen. Dafür finde ich Schwarz sehr toll. Und wenn die Qualität dieser Schwarzsteine wieder so ist, wie bei dem Mystery, Ostermystery, also so gute schwarze Steine habe ich noch nie gehabt. Also der Wahnsinn. Und die sehen auch wieder so gut aus. Dann ist hier, uiuiui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal die 333. Das ist ja der Hintergrund dann. Hier sind immer nur so ein paar. Dann kommt die 3865. Die ist auch sechsmal. Das wird ja dann das Pummel-Einhorn sein. Und dann kommen wir hier schon, ich denke, das sind Feridast-Steine. Die 225, die 550, die 741. Und dann haben wir noch drei AB-Farben. Die 307, die 445 und die 704. Ja. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Jetzt muss ich gleich mal eben nachschauen, ob mein Batteriestatus euch weggedrückt hat, was ich nicht hoffe. Also es könnte dann sein, dass ihr so ein paar Sekunden nichts seht. Das kommt dann aber halt, ja, eigentlich, aber er zeigt mir die komplette Zeit an. Also eigentlich müsste es hingehauen haben. Und ja. Gefällt mir aber richtig gut. Ich bin jetzt echt am Überlegen. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung schreiben. Ich stehe momentan als nächstes Projekt zwischen der Frühlingsassel und dem Pummel-Einhorn. Ich persönlich bin jetzt eher für die Frühlingsassel, weil ich habe die Winterassel immer schon vor mir herschieben müssen für irgendwelche Challenges. Und deswegen wäre ich jetzt dafür, erst die Frühlingsassel zu machen.
Aber ganz entschieden habe ich mich noch nicht. Ihr könnt gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über eure Daumen nach oben, natürlich über eure Kommentare und auch über neue Abonnenten, denn bald habe ich endlich die 600-Marke geschafft. Und ich denke, da wird es dann auch eine kleine Verlosung geben. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Abend, Nachmittag, gute Nacht, wann immer ihr dieses Video seht. Wenn ihr es sofort seht, werdet ihr es gegen Abend schauen. Und ja, ich bedanke mich, dass ihr dabei wart und hoffe, wir sehen uns auch in einem der nächsten Videos. Bis dahin, tschüss!